es lädt ziemlich lang. Ape Out. Aber Ape Out ist voll cool. Habe ich euch das schon mal gezeigt? Ich weiß es nicht. Bei mir haben die Scrap Mods früher auch funktioniert. Jetzt plötzlich nicht mehr. Wahrscheinlich gibt es da irgendwie einen Konflikt oder so. Ich weiß es nicht. Okay, Ape Out. Wir sind ein Gorilla, der in einem Labor gefangen gehalten wird. Und die Leute, die mich hier gefangen halten, werden bald die ungezähmte, ungebändigte Wut der Natur zu spüren kriegen. Darum geht es in dem Spiel. Und das ist ziemlich cool, stylisch und befriedigend. So Rache-Fantasie befriedigend. Und super stylisch. Devolver. Devolver halt. Devolver hat nur gute Spiele im Portfolio. Die sind einfach crazy. Devolver ist mein Lieblingspublisher wahrscheinlich. Vielleicht wirklich. Weiß es nicht genau. Und das Spiel wird übrigens super schwer. Aber den ersten Stage haben wir schon mal geschafft. Oh, Double Kill! Okay, ab jetzt kommen Sprenggegner. Leute mit Sprengrucksäcken, die in die Luft fliegen, wenn man sie tötet. Warum auch immer. Hinterfragt nicht die Logik. Aber die machen alles sehr schwer und sehr gefährlich. Man kann sich da schnell mal selber killen, wenn man nicht aufpasst. Okay. Knock, knock. Oh Gott, das ist so gemein hier. Shit, ey. Da kommen wir nicht mehr raus. Ah. Große, offene Fläche voller Gegner. Keine Wände, gegen die man Leute schubsen kann. Ganz schlecht. Klopf, klopf, die zweite. Na, komm. Nein, jetzt kommt einer. Ah. Ich habe die falsche Taste gedrückt gerade. Geht alle weg hier. Oh Gott, shit. Das ist so krass. Aber das machen wir nochmal. Das ist super. Hallo, Chris Game. Wie geht's? Selbstmordattentäter, die nur kommen, weil ein Affe ausgebrochen ist. Ja, genau. Ja, irgendwie tragen die Sprengpäckchen auf dem Rücken und werfen die auch auf mich oder so. Ich weiß es auch nicht, aber... Oh Gott, Hilfe, ich check nichts mehr. Das waren gerade echt viele auf einen Haufen. Sehr gut. Holy shit. So.
Oh, Leute, schießt doch nicht auf mich. Da hinten war der Ausgang, wenn ich einen Sprengheini als Schutzschild benutze. Shit. Shit. Der Schutzsprengheini war kein guter Schutz. Sprenghainis sind keine guten Schutzschilde, haben wir heute gelernt. Schrotflintenkerle dafür sehr gut. Okay, gut. Oh, 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 nicht gut. Ah. Damn it. Ihr Trottel, ihr. Yes. Puh. False Alarm, Level 4. Man kann übrigens auch die Körperteile der Toten als Projektile benutzen. Weil, warum nicht? Man ist immer ein fucking Gorilla und die haben mich hier eingesperrt. Was haben die denn erwartet, was passiert? Genau das nämlich. Das war knapp. Eieieiei. Lauf, 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 lauf. Nix wie weg hier. Oh. Holy shit, ey. Adrenalin. Ah, so viel Action heute. Dieser Stream basiert auf einer wahren Begebenheit, ganz genau. Hauptsächlich, das bezieht sich hauptsächlich auf alles, was ich sage. Alles, was ich sage, basiert auf wahren Begebenheiten. Aber ich übernehme keine Verantwortung für Vollständigkeit oder Richtigkeit all meiner Aussagen. Ever. Vielleicht heißt das Spiel in Wirklichkeit nicht Ape Out, sondern Monkey In. Und man spielt kein Gorilla, sondern... Ich weiß nicht, was das sonst sein soll. Aber, ne? So ungefähr. Nochmal, Licht aus. Ah, dammit, zu langsam. Uh-oh. Ist das nicht ein unfassbar stylisches Spiel? Ich finde das schon sehr, sehr cool. Oh oh. Oh oh. Ich wurde entdeckt. Oh oh. Nicht gut. Ah, jetzt haben sie mich. Nein, ich hab's geschafft. Oh Gott, ey. Gott sei Dank. Holy shit. Lange Schatten.
Und nix wie weg hier. Puh. Für Epileptiker ist das nix. Kann ich mir tatsächlich vielleicht vorstellen. Na gut, blinkende... Na, ein bisschen. Ja, okay. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Komm mir nicht zu nahe. Oh, shit. Ungünstig. Ah, dammit. Der hat mich noch erwischt. Der Penner. Cool. Ach, das ist schon ein Fest, dieses Spiel. Ein audiovisuelles und auch gameplay-technisch super stylisch abgestyltes Style-Fest. Und Style hat's auch noch. Au! Ich finde auch, dieser orange, simple Affe ist so schön animiert, dass er dadurch echter wirkt als so mancher hoch 3D-Textur modellierter Superaffe. Aber vielleicht genau deswegen. Vielleicht wirkt er genau deswegen echter, weil er eben nur so die Fantasie anregt. Aber seine Animationen sind schon auch echt perfekt. Ah, das war natürlich übel. Verdammt. Verdammt. Spielt Sepp eigentlich auch Epic-Gratis-Spiele durch? Wenn ja, würde ich gerne einen FTL-Durchgang. Ah, FTL habe ich. Das habe ich ja, das ist ja schon... Ah, das garantiert... Ich sag mal, 10 Jahre, kann das stimmen? Das muss wirklich schon 10 Jahre oder so fast her sein. Da habe ich FTL gesuchtet wie blöd. Das war super. Wann ist denn das Release das erste Mal? 12. Na gut, dann 8 Jahre. Ja, genau, ungefähr. Das kommt schon hin. Super cooles Spiel. Auf jeden Fall. Das stimmt. Seit man diese 2-Wege-Verifizierung beim Epic Store irgendwie aktivieren muss, habe ich keine Gratisspiele mehr geholt, weil ich zu faul bin, das zu machen. Und weil bis jetzt auch noch nichts im Epic Store war, wo ich sage, uhu, ja, dafür lohnt es sich. Genau, deswegen zurzeit nicht. Aber grundsätzlich schon. Warum wobbeln die schwarzen Flächen? Die schwarzen Flächen wobbeln nicht, sondern das ist quasi, das sind die Wände, die 3D sind. Die haben quasi eine einheitliche Textur, sind aber 3D-Objekte. Die wobbeln quasi nicht, sondern meine Perspektive verändert sich. Das sind immer viereckige Säulen quasi. Also, ja. Wieso Civilization, GTA und Borderlands sind doch gute Spiele? Ja, aber die habe ich halt alle schon. Dafür muss ich mich nicht im Epic Store anmelden. Genau. Eben, Aldus sagt schon. Jo, bis gleich. Guten Appetit. So, eine Runde versuchen wir jetzt noch. Ausgang. Kurz vor... Wir müssen flüchten mit unserem Affen. Oh nein, da gehen wir nicht lang. Schnell jetzt. Schnell. Keine Zeit. Oh oh. Hau ab. Ich hätte das Schutzschild echt gerne hier für den Gang gehabt, Mensch. Aber hilft dir nicht. Ah, weg mit dir. Weg mit euch. Weg mit euch allen. Gott. Hier ist echt viel los. Aber wir sind gut durchgekommen bis jetzt. Ich soll es nicht verschreien. Ich soll es nicht verschreien. Okay, schnell. Nicht gut. Okay.
Oh Gott, nein, nicht den Sprengheini nehmen. Nice. So, das war aber jetzt nur die erste Platte. Es gibt verschiedene Platten. Wir schauen mal noch kurz in die zweite rein, aber nur um euch zu zeigen, dass die super krass ist und unmöglich. Der Schwierigkeitsgrad zieht furchtbar an. Aber Ape Out ist schon ziemlich genial. Ein GTA-Let's Play machen, habe ich ehrlich gesagt nicht vor. Ich war nie der größte GTA-Fan. Ich habe das immer gern gespielt, weil es so ein cooler Sandkasten ist. Aber ich fand das nie so wirklich gut. Ich mag einfach keine realistischen Spiele. Wenn es mir zu realistisch wird, finde ich es meistens langweilig. Und GTA ist mir zu realistisch in vielerlei Hinsicht. Ich fand Saint Row the Third schon immer besser. Auch wenn es technisch bei weitem natürlich nicht so beeindruckend ist, hat es mir schon immer mehr Spaß gemacht. Na gut. Ape Out. Das ist Ape Out. Ape Out ist cool. Hallo Fallen Crusader. Hi, wie geht's? Machen wir weiter mit dem nächsten. Das ist auch anstrengend, aber super stylisch, super cool, macht super viel Spaß. Ich kann es nur empfehlen. Ape Out rockt. Ach ja. Wie konnten sie nur denken, diese Bestie jemals zu zähmen?